Martin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Wir haben Sonntag früh 10.30 Uhr auf dem Kopf. Ich habe eben getankt und wir sehen jetzt zu, dass wir unseren Weg fortsetzen. KI ist noch nicht im Anmarsch, deswegen können wir jetzt einmal so schön locker auf die Straße drauf. Ja, was soll ich sagen? Inzwischen bin ich überzeugt, dass meine Kopfschmerzen am gestrigen Tage nicht von übermäßigen Biergenuss kommen, denn die sind immer noch da. Also tatsächlich Wetter, keine Ahnung, Migräne zu spät entdeckt und natürlich keine Tabletten im Haus. Das ist immer ganz herrlich, aber ich habe mich heute Morgen hochgerungen. Übliche sonntagsmorgens Friedhofstour. Jetzt ein Kaffee hier am Start. Ein unheimliches Durstgefühl irgendwie und ja, wir müssen mal schauen, was der Tag so bringt. Ne? Wahrscheinlich nachher noch ein Mittagsschläfchen so von 11 bis um 6 oder so. Nee, mal gucken. Ich will es heute nicht übertreiben. Ussa, wir müssen aufpassen mit dieser Fracht, Leute. Weil das ist eine von World of Trucks. Wenn wir die versemmeln, dann haben wir sie versemmelt. Dann kriegen wir weder den LKW aufgerichtet noch sonst irgendwas. Wenn wir uns abschleppen lassen, ist die Fracht weg. Wäre schade auf den letzten 782 Kilometern. Aber wenn ich so weiterfahre? Gut, okay. So, kleinen Umweg haben wir gemacht. Wir fahren jetzt nach Richtung Zürich. Dröder, Fulda. Fahren wir ein bisschen schneller. Na, Rotlichtverstoß? Nee, doch noch nicht. Ich hätte eigentlich stehen bleiben müssen, ich weiß. Genau, was machen wir am Sonntag? Ich mache gerne Hausaufgaben. Ich muss gleich noch aus der Arbeitsamt-Mail mir diverse Berufe anschauen. Was da so was für mich wäre, das alles nicht so. Das sind immer so Sachen, die man vor sich hinschiebt. Aber ich sag mal so, hätte ich das vor 14 Tagen oder so direkt gemacht oder vor einem Monat direkt gemacht, ich hätte die Hälfte jetzt schon wieder vergessen. Deswegen ziehe ich das lieber gleich durch, nachdem ich hier dieses Video fertig habe. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Bereich IT schon irgendwo interessant. Ich habe bloß ein bisschen die Panik, die Befürchtung, dass, wenn ich in den Bereich Programmierung gehe, dass ich das nicht raffe. Das ist irgendwo, ne, und so. So, ja, wenn wir gleich irgendwo einen Parkplatz sehen, werden wir auf jeden Fall einmal schlafen müssen. Ich sag mal so spät wie möglich. Deswegen werde ich eventuell auch so lange warten, bis wir den ersten Schlafzeitverstoß kriegen. Fahrzeitverstoß, so. Ach, Entschuldigung, muss gerade eine halbe Tasse Kaffee saufen. Ich hab dermaßen Durst. Aber das wird wahrscheinlich jetzt aktuell für die Kopfschmerzen sorgen. Obwohl sie nicht so schlimm sind. Guck mal, da ist Friendship unterwegs. Das wäre auch noch nice, wenn man so ein Bulli hätte als Mod, wo man dann so diverse YouTuber drauf verewigen könnte. Zum Beispiel diesen Bulli von Friendship oder Paluten, Gronk. Die ich so gucke. Ne? In Toxic. Könnt ihr ja mal mir einen LKW-Skin angucken, schauen, wie das funktioniert. Ich muss da vorne raus, ne? Und da der mich nicht wirklich lässt. Ja, nun fahr, Junge! Hartnäckig gesagt. Jetzt bremst mich nicht aus hier, ehrlich. Junge! Jetzt reicht's aber. Es ist so, ne? Ich meine, klar, man darf hier jetzt nur 40, aber die anderen, ich sag jetzt mal so, die sind auch schneller.
Hier von Still, der gute Meister und so weiter. Und der da hinten, das ist. Das hat der absichtlich gemacht. Oh, hier ist aber eng. Wird das auch noch umgebaut? Ich glaube, bei der Schweiz ist man jetzt. Bei der Schweiz, ich habe gerade keine Ahnung. Ich glaube, Schweiz wird man auch umbauen. Ne? Das heißt wohl, dass diese Stellen hier auch irgendwo ja, entlastet werden. Bin gespannt. Am 25. denke ich mal, spätestens am 26. werden wir das Update im Kasten haben, weil ja das Event mit der Hannover Messe, was wir jetzt aktuell oder wo wir jetzt aktuell eine Fracht für haben, das Event selber haben wir ja schon abgeschlossen. Ne? Wir haben ja alle Teile, die man haben kann. Aber ich denke, dass danach spätestens, was haben wir denn jetzt? Wir sind im September, ne? Spätestens Anfang Oktober dann die, na, sagt schnell, die 1.46 Beta kommen wird. Die ersten Fotos dafür gibt's schon. Ich denke, das steht alles in den Startlöchern. Also Update auf in der 1.45, um das Event zu entfernen. Und dann würde ich sagen, geht's stramm auf die 1.46 zu. Schweiz-Erneuerung und wie war das im Balkan, in den Balkan, im Iberia, glaube ich, im Iberia-DLC auch Änderungen. Ich weiß gar nicht, was sie da ändern. Aber ich finde das irgendwo cool, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man so, ja, wie soll man sagen, dass man jetzt auch anfängt und oder angefangen ist schon lange ja und sagt so, wir überarbeiten das Originalspiel. Was dann ja in dem Sinne nicht mehr das Originalspiel von 2012 ist, sondern tatsächlich grafiktechnisch an den heutigen Stand angepasst ist. Und es gab jetzt auf der Gamescom, ich bin selbst nicht da gewesen, habe es nur gesehen, dieses Spiel mit den Schwerlasttransporten. Ja, interessantes Thema, durchaus, aber ich möchte fast behaupten, das Spiel ist jetzt schon gefloppt. Allein wenn man sich die Grafik anguckt, Das ist nix. Also hier im ETS, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es viel, viel, viel detaillierter. Gut, dass die LKWs und Busse richtige Firmen haben, das liegt halt an den Moddern, ne? Jesse Cat und Mod-Dingens hier. Ich hab den Namen vergessen. Die meisten Mods sind halt von Jesse Cat, die hier drin sind. Das haben wir denen zu verdanken. Aber alles andere ist SCS. Und ich habe mir ja damals auch On the Road besorgt, weil da gesagt wurde, oh, das wird alles geiler, man kann aussteigen, man kann dies machen, kann das machen. Aber ganz ehrlich, ich habe genauso wie beim Fernbus-Simulator auch jedes Mal Probleme mit der Steuerung. Dies geht nicht, dann springt die Karre nicht an und das ist alles so kompliziert und nee. Ich hab's kaum gespielt, tatsächlich. Und bereue es, ein bisschen dafür Geld ausgegeben zu haben. Und ich werde es für dieses Schwerlastding auf jeden Fall nicht tun. Das können sie sich, ja, können sie gepflegt in eine dunkle Box stecken, sagen wir mal. Sagen wir mal gelinde ausgedrückt. Hör mal, da kannst du deinen Kevin-Zorn noch so oft anmachen, wie du willst. Die lassen dich nicht durch. Vergiss es. Du musst mich nicht ausbremsen. Ja, vor wegen Rettungsgasse und so weiter. Ein Scheiß tun die, ey. Könnte aber mal. Guck mal, da wäre jetzt eine Raststätte. Die fahren wir jetzt aber tatsächlich nicht an. Fahren ohne Licht, warum? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich mein Licht habe. Warum ist das eigentlich jedes Mal aus? Wir werden hier aber mal über den Rastplatz fahren. Weil offensichtlich waren wir hier schon mal. Und jetzt ist er doch müde. Und wir sind hier irgendwie falsch. Scheiße. Ich muss mich hier mal einmal
verkehrswidrig verhalten. Fährt auch da lang, siehste? Hat auch die Abfahrt verpasst. So, wir stehen jetzt hier zwar ein bisschen quer, aber wartet mal. So. Lass mich in Ruhe, ich suche den Lichtschalter. Was ist denn das, Himmeldonnerwetter? Der hupt nur. Okay, ich schlafe erst eine Runde. Vielleicht lasse ich dich dann durch. Guck mal, mittlerweile hat er einen anderen Weg gefunden. Der hat gesehen, dass wir hartnäckig sind. Und das ist ein Scheißwetter. So, ich hoffe, das war jetzt... Ich habe jetzt so viel auf den Knöpfen rumgedrückt. Doch, das war der Schalter für den Scheibenwischer. So, wir setzen unsere Fahrt fort. Bei diesem Drecksfetter paar Minuten haben wir ja noch, ne? Geschlafen haben wir jetzt auch, das passt. 590 Kilometer, ganz vorsichtig geschätzt, noch vor uns. Aber das ist auch wieder so komisch, ne? Sonntag 6 Uhr, es regnet und guck mal, rechte Seite, so die... Die schönste Sonne eigentlich, ne? Ich muss aber gucken, dass ich auf die Straße schaue, sonst brezel ich irgendwo rein mit dem Zeug und das will ich nicht. So. Oh, der hat Kekse. Walkers. Walkers ist doch Whisky. Ist die Kekse nur ein Serviervorschlag, wie man so schön sagt, oder was? Was macht der denn hier? Ach, guck mal, wir fahren in die Sonne. Ist das herrlich, Leute? Regen und dann so ein Sonnenaufgang. Ist doch mega, oder? Wenigstens haben wir in der Nacht geschlafen. Wollt ein paar Minuten länger fahren? Vielleicht mal ganz kurz auf den Timer gucken. Sieht es denn aus? 13 Minuten weg. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir fahren bis zum nächsten Rastplatz oder nächste Tanke, wo wir anhalten können. Und da soll unsere Folge dann zu Ende sein. Fahren wir noch mal Richtung Hannover. Das ist auch wieder so ein Messeauftrag, den wir hier hinten dran haben. Mal folgendes machen. Ich glaube, die Autobahn hier haben wir. Ich werde mal hier in den Kreisel fahren. Genau. Und in der Hoffnung, genau, da oben ist nämlich alles schon, siehste. So, mal einmal hier raus. Bitte vorne auf der Kreuzung auch wieder wenden. Wieder zurückfahren, einmal durch den Kreisel, dass wir das auch mal haben. So, was ist das denn da? Nordegger. Offiziernotegger.at. AT ist doch für Österreich, oder? Genau. Notegger. Was machen die? Ist das eine Spedition? Wir bringen's. Würde ich jetzt mal so als Spedition betiteln. Gab es letztens übrigens bei Facebook ein Video von jemand, auch er wohl LKW-Fahrer. Ja, und ich habe ihn eiskalt abserviert.
Das heißt, ja, der hat sich da, wie soll man sagen, mehr oder weniger angesaugt, dicht aufgefahren in den Windschatten rein und so weiter und hat ihn dann quasi überholt, also unter aller Sau, ganz ehrlich. Gefilmt hat wohl irgendwie sein Kind vom Bett aus. Und, nee, sorry, Leute. Vor allen Dingen, dann war er dann noch auf dem Trichter Spedition Oettinger. Ja, war am Meckern, dass das Bier von denen nicht schmeckt. Ich meine, ich bleib immer noch bei dem Status, ich mag's. Aber Oettinger ist keine Spedition, liebe Leute. Das ist, weißt du, wer so dämlich schon ist? Also erstmal saugefährlich das Ganze, ne? Wenn die Spedition Oettinger gebremst hätte, dann hätte er nämlich hinten drauf gesessen. Die Frage wäre dann, wo sein Kind geblieben wäre. Aber so viel Verstand hatte dieser gute Mann nicht im Kopf. Fand ich also unmöglich grundsätzlich. So, da müssen wir schon wieder raus. Weil es gibt ja immer so diese Behauptung, ah, die lassen was weg beim Bierbrauen. Hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, nein, tun sie nicht. Und gibt auch viele Leute, die behaupten, ich kenne mein Bier raus und mit verbundenen Augen und hast nicht gesehen. Das hat schon so viele Tests gegeben und die haben, ich sag mal so, alle verkackt. Da hat keiner sein Bier raus. Irgendeiner meinte mal, oh, das weiß ich noch, da hatten sie eins irgendwie aus dem Aldi und aus dem Lidl und dann hatten sie das natürlich sein Spezialbier und andere Biere und er hat dann wirklich das günstigste Discounterbier hat er für sein eigenes gehalten. Und so viel zum Thema. Ja, und deswegen ist alles Quatsch. Und ganz ehrlich, Oettinger ist nicht mehr das günstigste Bier. Da ist nämlich hier, wie heißt das Zeug? Pilsator oder Sternburg, glaube ich. Ist das mittlerweile der günstigste. Echt, das ist, ganz ehrlich, und dann, ja, und dann wirklich auch so diese überflüssigen Kommentare, braut mal was Gescheites und so weiter, wenn sie halt mal einen Post gemacht haben oder so. Mein Gott, dann sauf doch was anderes, wenn du das nicht machst und, ne? Es gibt genug Leute, die es mögen, die es trinken und, ne? Ach ja. So ist es eben, ne? So, was haben wir gesagt? Wir fahren ein bisschen länger. Genau, ein bisschen länger haben wir. Wir bräuchten jetzt eigentlich einen Platz, wo wir uns hinstellen können. Ich wollte eigentlich nur knappe 500 Kilometer auf knappe 500 runter. Jetzt sind wir schon bei 488. Das heißt, wenn wir nochmal so eine etwas längere Tour machen, könnten wir das in der nächsten Folge glatt schaffen. Aber hier gibt es irgendwie keine Parkplätze. Von daher, pass auf, liebe Leute, 20 Minuten machen wir. Das heißt, noch eine Minute, dann stelle ich mich halt hier irgendwo. Ach, guck mal hier vorne, hier. Kaum schreist du nach dem Parkplatz, ist auch schon einer da. Ist doch perfekt hier. Absolut bestes Timing. Und dann schauen wir mal, ob wir die 470 beim nächsten Mal durchbekommen. Das war richtig ein bisschen schmierig, muss ich sagen. Das war nicht übersteuert, das war richtig... Okay. Hier rechts, das sollte wohl auch mal ein Parkplatz werden, wa? So, hier ist eine Tanke. Hier fahren wir jetzt einfach mal drauf. Entgegengesetzt der Fahrtrichtung natürlich, wie immer, aber macht nichts.
In diesem Sinne, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Vergesst das Abo und die Glocke nicht. Lasst ein Däumchen da, lasst ein Kommi da. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.